Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City. Nein, in Radiant Oceana sind wir. Jetzt ist es passiert, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ja, Malkondo ist weg und wir sind hier noch in Radiant Oceana unterwegs. Ich habe keinen Skin. Naja, ich habe momentan auch gar kein Internet, also von dem her ist das kein Wunder, dass ich keinen Skin habe. Wir haben seit vorhin einen Totalausfall des Internets und Telefon und Handy, nichts geht hier mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich doch einfach Minecraft auf. Das funktioniert immer. So, was haben wir hier denn Schönes? Knochenmehl kann mal weg, Stecker auch. Lass mal alles hier lassen irgendwie. Ich würde eigentlich relativ zügig wieder nach Radiant City rüber wollen. Denn, das habe ich wahrscheinlich alles unten. Denn dort haben wir so einiges zu tun. Ich habe einiges geplant. Aber jetzt schauen wir erstmal hier, wo ich die Steine habe, was wir hier noch haben. Habe ich da noch Clean Stone? Ein bisschen was, ja. Ist auch nur ein bisschen was. Mal irgendwie schnell hier runter gucken. Was haben wir denn da? Ah, ist alles Kohle hier, ne? Genau. Da haben wir Kohle gemacht. Und Steine scheine ich hier so gar nichts mehr zu haben an Kobbel. Was schade ist, denn da hätte man eventuell jetzt noch mit der anderen Seite anfangen können ein bisschen. Denn ich würde diesen Part noch hier bleiben wollen. Und dann erst zum Ende des Parts rübergehen nach Radiant City wieder. Den habe ich da noch, okay. Wasserläufe würde ich mir jetzt wieder anziehen. Jetzt brauche ich ja nicht mehr so starke Rüstung. Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wir haben so überhaupt nichts mehr an Stein hier rumliegen. Das ist schlecht. Spitzhacke irgendwas Verzaubertes hatte ich doch auch. Da, 2 Effizienz. Behutsamkeit, Effizienz, da. Da ist sie doch. Die ist es doch, die Rasenschnelle, oder? Ja. Na, siehst du, das geht doch. So, dann machen wir doch erstmal das. Ich würde gleich wieder ein bisschen Eisen einpacken wollen. Also das nehmen wir gleich wieder mit nach Radiant City rüber. Denn das brauchen wir da ja auf jeden Fall. Einiges. Und hier könnte man noch die Schafe scheren. Wir haben ja unten in der Monsterfalle ja auch noch, dass wir dort den Teppich fertig machen müssen, ne? Das haben wir auch noch nicht gemacht gehabt. Na dann, dann schere ich doch mal die Schafe. Das ist, wenn man Ewigkeit nicht mehr hier war. Dann weiß man so überhaupt nicht mehr, was hatte man getan und was hatte man nicht gemacht, ne? Also, was war jetzt überhaupt... Was ist jetzt überhaupt dran hier? Okay. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Steinchen. Also, ich würde schon demnächst ganz gerne dann auch mit dem zweiten Turm da anfangen, dass es hier auch ein bisschen Gestalt annimmt. Denn den einen haben wir jetzt ja fertig und dann machen wir den anderen und den machen wir eben, ja, eigentlich relativ genauso. Nur eben ein bisschen anders, um da das ganze Grünzeug und so reinzukriegen. Ja, ein bisschen Stein haben wir schon, das bringen wir dann gleich runter in die Öfen. Oh, manche Schafe haben schon wieder Wolle. Die scheren wir gleich dann nochmal und dann gehen wir mal runter und gucken mal, was wir da noch an Teppich brauchen. So. Und das und das. Gebt her eure Wolle. Gebt her eure Wolle. So. Gut, dann würde ich jetzt erstmal nach unten flitzen und mal gucken, was wir noch brauchen. Die nehmen wir mit. Denn da können wir schön Cleanstone draus machen. Und dann
So. Das Schwert habe ich auch dabei. Das packen wir da rein. Haben wir hier noch irgendwo. So, das ist dann erstmal okay, denke ich. Ich muss mal eben kurz meine Maus etwas umstellen. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu schnell hier. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Achso, hier haben wir ja das Eisen. Mal gucken, was wir haben. Ist nicht so viel. Gut, aber wir waren ja auch gar nicht so viel hier in der Nähe, ne? Achso, jetzt muss ich ja erstmal wieder nach oben. Stimmt ja. Ich kann ja gar nicht von hier nach unten weiter. Und dunkel wird's. Dann sollten wir auf jeden Fall erstmal schnell schlafen gehen. Ja, lauf. Also letzte Zeit bin ich immer ein bisschen zu früh dran. Also Schafe mag ich schon mal auspacken hier. Jetzt kann ich schlafen. So. Ich wollte zu den Monsters. Monstern. Ja, das sollte ich dann vielleicht auch mal ändern, dieses Schild. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Das ändern wir mal eben. Lager. Jetzt ist schon wieder ein Screenshot gespeichert worden und ich weiß nicht, warum. Das ist irgendeine Tastenkombination, unter der ich Screenshot speichere. Da muss ich nochmal genau schauen, welche das ist. Oh mein Gott, ist hier wieder die Hölle los, ey. So. Also ein bisschen aufräumen hier und dann gucken wir nochmal nach dem Teppich. Ach, Level 25. So. Okay, wir hatten hier also graue Wolle. Jetzt ist die Frage, wie hatte ich das gemacht? So, ja. So, ne? In etwa. Ja, okay, gut. Was seid ihr hier am Nerven, ey? Bisschen laut. Aber das lohnt sich. Also die EP-Farm hier, die lohnt sich ja wirklich. Das ist echt heftig. Wenn sich da mal eine Stunde vorstellt, da hat man bestimmt einiges an Level. So, dann würde ich jetzt gleich nochmal die Sachen wegsortieren. Und dann gehen wir wieder nach oben und gucken nochmal nochmal nach Wolle. Und können ja vielleicht auch mal die Viecher nochmal oben vermehren. So, okay. Dann sollten wir vielleicht ein paar Knochen mitnehmen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Da können wir dann nämlich ein bisschen Getreide machen. Und da das rein. Und da das. Und das. Nee, das nicht. Das kommt da rein. Okay, gut. Dann gehen wir nach oben. Und gucken mal hier nach den Viecherchens.
Das packe ich dahin. Erstmal so ein bisschen was auspacken hier. Okay, habe ich noch irgendwo... Ja, ein bisschen. Habe ich noch ein bisschen. Ein bisschen Weizen noch da. Hier mal vermehren. Ich hätte gerne graue Schafe, wenn es irgend möglich wäre. Ah, da ist sogar ein Spike. Cool. So. Okay, da ist ein graues, da auch. Ah, es sind echt drei graue. Das ist super. Vier sogar. Super. So, dann noch zu den Kühen. Rahmen brauchen wir ja auch noch. So. Ja. Und dann machen wir noch ein bisschen Getreide. Weizenkörner. Das Feld hier wird auch immer kleiner. Ja, es wird einfach Zeit, dass wir hier richtige Anlagen machen. Dass das alles ein bisschen effektiver wird hier. So. Und einmal noch. Mindestens. So. Viel weggehauen. So, mal gucken, ob das jetzt noch klappt. Nö. Gut. So, jetzt haben wir auch erstmal genug. Die... Hier ist ja Gras, da wächst doch nichts. Das geht doch nicht. Ja, Weizen haben wir jetzt genug. Schauen wir hier nochmal kurz rein, ob wir da noch irgendwas vermehren können, denn wir hatten ja vorhin nicht mehr so viel Weizen. Ja, da ist noch was bei. Okay. Ihr bleibt mal da. So, dann tun wir den Baum hier noch abholzen. Und dann würde ich mich eigentlich auch schon bald fertig machen wollen, dass wir dann wieder rüber können. So. Okay, Hunger, Hunger. Ach, scharfe Scherben. Wir jetzt sowieso dann wieder nach unten müssen, können wir ja auch gleich das bisschen Wolle hier noch mitnehmen. Da haben wir graue Wolle, das ist schon 27, das ist okay. Ja, dann. Okay, da haben wir noch mehr graue Wolle. 33. Ja, das wird auf gar keinen Fall reichen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach unten. Holen das Eisen, packen dann alles aus. Und ja, gehen dann rüber nach Radiant City. Denn da habe ich so einiges vor. Ei. Hier 1, 2, 3, 4 habe ich hier. Nur die Seiten 3. Okay, dann passt es ja nachher. Von hier wollte ich nichts mitnehmen. Dann gehen wir nach oben und gehen dann ins Lager. Und, ja. Hier kann man nochmal nachlegen. Und dann wollte ich Eisen mitnehmen.
Hier denn irgendwas angekommen? Ja, da kommt also doch an. Es funktioniert immer noch, die Eisenfalle. Und ich glaube, wenn wir eine ganze Weile hier sind, dass wir die doch nach einer Zeit wahrscheinlich ganz schön voll kriegen werden. Habe ich hier schon Wolle? Nö. Dann machen wir doch einfach da Wolle rein. Zack. So, Getreide habe ich hier auch noch nirgendwo. Machen wir da rein. Gut. Dann ab nach oben. Und dann packen wir alles aus, was wir nicht brauchen. Das Eisen nehmen wir mit. Mal gucken, ob wir hier noch mehr Eisen irgendwo haben, aber ich glaube nicht, ne? Ein Eisenbarren noch. Zwei. Nein. Ne, da würde ich einfach die 29 hier lassen und wir nehmen nur den einen Stack mit. Denn das ist mir sonst ja zu heikel, von hier alles mitzunehmen. Ein bisschen was brauchen wir hier ja auch. Können eigentlich das nächste Mal, wenn wir herkommen, sollten wir auf jeden Fall mal länger bleiben, um wieder ein bisschen weiterzumachen, sollten wir hier mal die Monsterfalle abbauen. Das sieht schon ziemlich cool aus, das Ding. Und eben auf der anderen Seite auch noch einen hinstellen und ja, das sollten wir auf jeden Fall demnächst mal anfangen. So, dann packen wir unser Zeug in die Truhe und dann sehen wir uns in Radiant City.